Wir kommen heute zu einer weiteren Reise durch die Clicker Idle und Incremental Games. Das nächste ist jetzt wieder Realm Revolutions und diesmal mache ich mit euch einen Reset und schauen wir mal, was so alles los ist. Also klar, erstmal das Zeug. Und Slots for Quick Save and Loading have been added to the Skill Selection Tree. Okay, das heißt, ich kann dort dann hinterlegen, dass ich eine bestimmte Konfiguration nutzen möchte. Also schauen wir erstmal an, wie der aktuelle Stand ist, weil ich kann jetzt hier meine Assimilation Boni anschauen. Also das ist das, was ich bei den Elfen aktiviert habe. Eben zwei zusätzliche Forest Monster, die zur Verfügung stehen. Firefly Assistant, damit die Stuffs besser genutzt werden können. Und den Rest dann eben in die Verstärkung der Battle Power. Was ich von der Mechanik her noch nicht so ganz nachvollziehen kann, also ich habe ja im Moment erst 4 Punkte letztlich, die ich hier vergeben kann. Aber wieso ich hier überall Maximalpunkte investieren muss, warum ich die nicht kombinieren kann, also das weiß ich nicht so genau. Aber mal sehen, wie weit das auch weiter greift. Und dann hier eben die Druiden-Assimilation, da habe ich bisher eh nur einen Punkt, den habe ich auch in die Magic Stuffs investiert, um da größere Boni zu bekommen. Und da habe ich natürlich noch gar keinen. Da gibt es auch eben wieder Boss-Monster-Reserve. Mal gucken, was das dann genau alles ist. Aber das konnte ich bisher noch nicht nutzen, weil ich natürlich hier im Forest noch nicht 5, 11 Assimilationen zusammen habe. So, weil ich wollte eigentlich gucken, dass ich hier die Moskitos zusammenbekomme, aber 10 Stufen ist halt einfach zu weit. So, das Zeug gleich mal wieder eingesammelt. Jetzt ist eh egal, weil ich werde ja eh dann resetten. Also zumindest einen normalen Reset, also noch kein Überreset, wo alles zurückgesetzt wird. So, ich habe im Moment nur mit den Archern, weil die anderen habe ich gar nicht gekauft. Und so, die Stuffs kann ich gleich mal noch aktivieren. Da kann ich mal noch schauen, dass ich noch ein bisschen mehr Gold bekomme. Wobei, ja, hoch 31 ist im hoch 34 dann natürlich auch wieder irrelevant. Das ist dann wieder nicht sehr hilfreich noch. So, weil hier ist nämlich jetzt die Frage, mit wem resette ich? Weil klar, 22%, 1583%, das ist alles nicht sehr viel. So, hier ist jetzt natürlich die Frage, ist es sinnvoll, hier mit 10.000 reinzugehen, statt mit 1,8 Millionen. Immerhin habe ich hier auch mehr Einwohner gekauft, die natürlich hier auch eben Increase von Discontent, was die Town Hall selber verursacht. Jetzt wäre es natürlich praktisch, wenn ich die nochmal aufleveln könnte, aber das geht halt an der Stelle nicht. Also bis 1 hoch 12 komme ich soweit nicht hoch. So, machen wir nochmal die, ja, eigentlich die Frage, was es lohnt sich eigentlich fast nichts von diesen ganzen Scrolls, weil die dann doch schon zu schwach sind, trotz der verschiedenen Verstärkungen. Also an der Stelle machen wir jetzt einfach mal hier den Town Hall und ja, also Revolution. So, jetzt kann ich hier eben wieder die Boni erstmal vergeben. So, also vorher hatte ich die Elfen Bows, um einfach, weil ich mit denen gekämpft habe und die Swordmen ja gar nicht verwendet habe. So, die Monster Power kostet mich allerdings 3 Punkte, um die zu halbieren einmal. Das bringt also nicht viel, das bringt gerade mal vielleicht eine Stufe und dann hat die mit einer Verdopplung das eh wieder eingeholt. Die Rewards von den Monstern sind auf jeden Fall sehr wichtig. Ja, die Firefly Assistant wird wahrscheinlich wieder einfach, dass die Stuffs, wobei die verwende ich an der Stelle auch wieder nicht. Das heißt, für die Stuffs ist es nicht sinnvoll, wobei natürlich der Button sehr praktisch ist. Aber ihr habt gesehen, dass die wenig dazu beitragen an der Stufe. Das heißt, das bringt dann auch wieder nichts. Die Forest Monster helfen nur bedingt weiter. Ich glaube, dann mache ich tatsächlich einfach die Bows, damit die immerhin 2 zusätzliche Battle Power Punkte haben. Und ich hoffe, dass ich damit besser durchkomme. Gut, dann machen wir den mal als Quick Save 1 und lassen das so. So, als nächstes ist dann der Druidenbonus. Eben Forest Buildings don't require gold for construction. Da habe ich jetzt noch nicht so viele. Mal gucken. Production, 10% to production of battle power for every point invested. Okay, 10% mehr ist jetzt auch nicht so relevant. Dafür mehr Food Production. Das könnte wahrscheinlich dann noch am interessantesten sein.
Also ich lasse mal die dreimal zu Magic Stuffs, damit die zumindest überhaupt einen sinnvollen Beitrag liefern. Und da gibt es mehr als einen Punkt, habe ich ja jetzt im Moment eh nicht. So, und hier jetzt wieder eben auf die Tree Fairies, weil die einfach ein bisschen mehr Basis liefern. Und dann, ja, der Ausbau ist, naja, jetzt nicht wirklich mühselig, aber er dauert halt seine Zeit, bis da ein bisschen was zusammenkommt. Da ich hier zumindest noch einen kleinen Bonus schon mal aktiviert habe, ist es ganz gut. Stonehenge ist, glaube ich, ein neuer. Also damit würden die Stuffs noch mal schneller kommen. Aber dann würde ich das Food Income mal 2 verlieren. Deswegen, das möchte ich nicht. Ansonsten, was eben noch mal die Stuffs, die eigentlich hier die Waterboys oder so weiter, das sind dann auch für Craftsman und Reeds. Das heißt, auf der gleichen Ebene gelten die normalerweise identisch. So, dann kann ich jetzt aber die Quelle dazu nehmen. Hier auch nur so viel, wie tatsächlich benötigt werden. So, dann sind wir hier jetzt gleich bei dem Tausender. Das heißt, zumindest mal so weit wieder aufbauen, dass Battle Power generiert wird, damit ich das dann wieder über Nacht laufen lassen kann und dann damit die Möglichkeit habe, dann eben die Angriffe wieder zu machen. So, hier habe ich jetzt nur die Horses, die natürlich jetzt noch eine Weile brauchen, bis die verfügbar werden, weil 1,8 hoch 7, das bin ich noch ein bisschen entfernt. Das wird eigentlich erst dadurch, dass halt hier die pro Sekunde natürlich deutlich ansteigen, je mehr Ferries ich da gekauft habe. So, 10.000 ist gleich der nächste und dann kann ich es mit dem ersten Stable dann auch runtersetzen. So, dann sind wir hier auch bei 1.000. Dann gibt es den nächsten Farm-Bonus, wobei im Moment Essen ist im Moment der beschränkende Faktor, also zumindest bei den Ferries. Ein bisschen anders ist es natürlich hier bei den hier, da ist das Geld der begrenzende Faktor. Aber jetzt sind wir schon bei 10.000 und damit ist jetzt natürlich das 1,8 hoch 7 ziemlich schnell erreicht. Dann gibt es das erste Pferd, um dann hier den Bevölkerungsbedarf zu halbieren. So, also halbieren. Dann gibt es noch mehr Leute, beziehungsweise noch mehr Essen, was ich dann für Leute ausgeben kann. Und im Moment sind natürlich jetzt die beiden ziemlich dabei aufzusteigen. Mal gucken, 1,3 hoch 8, also wieder eine 10er Potenz mehr. Ein bisschen Geduld braucht man auf jeden Fall auch für die Aufbauphase, weil ganz so schnell ist die dann nicht. Immerhin habe ich hier zumindest auch schon mal ein Happiness-Reset gemacht. Also ich habe dann immer wieder einzelne übersprungen. So, damit ist das nächste Pferdchen da. Wieder die Quelle vermindern. Einfach damit ich dann damit nämlich das Food-Einkommen möglichst drastisch steigern kann. Nachher habe ich noch ein Gebäude, was den Bedarf für die Ferries auf jeden Fall deutlich senkt. So, dann sind die auch bei 2,4 hoch 6. Damit schließen die schon ganz gut bei denen an. Und hier sind wir ziemlich bald bei 100.000. Die könnten theoretisch auch schon wieder so ein Reset machen, aber das lohnt sich bei den niedrigen Sachen dann nicht mehr, da wirklich allzu viele Resets zu investieren. Sobald die einen ausreichend guten Start hinlegen und dann letztlich das Geld zur Verfügung stellen, was man bei den anderen braucht. So, die sind jetzt schon bei hoch 7. Da lohnt es sich dann jetzt hier auch über die benötigte Bevölkerung hinweg zu kaufen, einfach um den nächsten Exponenten schneller zu erreichen. Weil es beschleunigt sich natürlich in dem Zuge auch, je mehr Leute ich kaufen kann. Deswegen ist es dann ziemlich schnell möglich, einfach auf die 1 hoch 9 letztlich zu kommen. Deswegen jedes von den Updates hier ist halt Goldmultiplikator bei 2, bei 3, bei 4, bei 5 weil das nimmt natürlich entsprechend schnell zu. Und ja, dann kann man den mal wieder umschalten und hier wieder die Quellen runtersetzen. So, das Einkommen ist jetzt schon bei fast 1 hoch 9 pro Sekunde. Deswegen ja, kaufen wir jetzt gleich mal das Masterhaus, damit die ersten Stuffs verfügbar werden. Und jetzt habe ich natürlich nicht den Button, aber immerhin kann ich mit 1 hoch 11, weil ich habe ja diesen Dreifachmultiplikator von den Druiden aktiviert. Habe ich doch, oder? Mal gucken, die Boni. Genau, Power of Stuff mal 3. Das heißt, da sind natürlich jetzt am Anfang auf jeden Fall ganz gut Sachen zu holen. Einfach, dass das jetzt noch einen sinnvollen Bonus gibt. Da ist der dann wieder aktiviert.
Und hier ist zum Beispiel das, also das Warhaus verwende ich einfach nicht, weil 100 am Anfang, das ist irgendwie nicht sehr sinnvoll. Das hilft mir nicht viel weiter. So, hier habe ich jetzt schon Essen. Und ja, Landlords, Quelle. Und die sind auch nochmal updatebar. So, hoch 10 ist im Moment das höchste. Das heißt, die lohnen sich auch am meisten mit dem Update. Okay, die haben jetzt schon überboten. Und da kann ich gleich nochmal drauf gehen. Wie ihr seht, investiere ich eigentlich nahezu alle Pferde eben in die Quelle, weil die einfach den wichtigen Lebensmittel- oder Essensmultiplikator liefern. Und sonst die anderen Gebäude zwar nett sind für das Update, aber nicht so viel bringen, dass sich da die Bevölkerung Halbierung lohnt, weil die ist ja auch ziemlich schnell wieder aufgebraucht. Weil das ist dann ein Update mehr, wenn ein so ein Pferd da drauf geht, dass man das halt in der Hälfte der Zeit bekommt oder der Hälfte der Bevölkerung, die man dann dafür bräuchte. Deswegen ist es keine so starke Senkung. Da gibt es nachher gleich, mal gucken, dass ich so weit komme, wenn ich die Town Hall gekauft habe, einen deutlich höheren Bonus. So, dann den nicht. Dann machen wir hier mit 1 hoch 12, weil da ist ja schließlich der Bonus drauf. Und dann kann ich auch gleich die Town Hall kaufen, wo ich ja jetzt gerade den Discontent-Bonus ja aktiviert habe. So, die sind jetzt erstmal natürlich nicht sehr weit. Und da bringen die anderen noch deutlich mehr. Dazu brauche ich erstmal ein paar Updates an der Stelle. Aber immerhin habe ich den nächsten Stuff mit 1 hoch 5 und Food. Mal gucken, da kann ich hier erstmal noch kaufen, weil auch das erhöht sich dann. 3,8 hoch 5 ist natürlich klar, dass das dann mit dem pro Sekunde irgendwo in Verbindung steht und das dann weiter angehoben wird. So, das Masterhaus. Okay, da brauche ich noch ein bisschen, dann ist der nächste Stuff verfügbar. Und dann erhöht sich natürlich auch, gut, nicht signifikant an der Stelle, das Sekundeneinkommen. Aber jetzt hat es sich nochmal deutlich erhöht. Und damit ist natürlich auch das hier wieder angestiegen. So, dann kann ich hier noch eine restauren. Okay, Gold hoch 16. Das gibt wieder ein paar Stufen mehr. So, dann schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen weiterkommen. Okay, hätte jetzt vielleicht nicht alle ausgeben sollen. Dann hätte ich die Stufe schon kaufen können. Dann hätte ich gleich hier den Versechsfachungsbonus bekommen. Aber es ist auch so, zumindest nicht so weit weg, dass das nicht schnell aktiviert werden kann. Oder das Pferdchen noch ausgeben. Dann kann das auch wieder aktualisiert werden. Also von den Kosten her sind die Gebäude hier unten dann natürlich vernachlässigbar. Die haben halt das Problem, dass sie hier nicht mehr mithalten können. Beziehungsweise eben nicht genug Nahrung gibt, um die schnell auf die nächste Stufe zu bringen. So, dann kann ich da das Einkommen nochmal verdoppeln. Und dadurch dann die nächste Gouverneursstufe kaufen. So, ich denke, mit den nächsten sollte das dann ganz gut hinkommen. So, hier ist jetzt zum Beispiel der eben die Kühe, die hatten einen Bonus für das Schlachterhaus und für, also das Warenhaus konnte man dort steigern, aber das Warenhaus verwende ich nicht. Das andere waren die Kühe, dass sie für die Felder verwendbar sind. Felder verwende ich auch nicht. Das heißt, in deren Sinne sind es mit den Kühen halt in der Konstellation nicht sinnvoll. Also bleibe ich natürlich bei der Shooting Range, sobald ich die natürlich jetzt kaufen kann. Ach ja, genau. Und dann kommt noch was dazu. Für jeden Skillpunkt gibt es, also bei den Druiden habe ich halt ein Food und ein Gold und bei den Elfen habe ich zweimal drei Food und einmal drei Gold, die ich halt auch nochmal gezielt verkaufen kann. Das heißt, je nachdem, ob ich jetzt gerade einen Goldbonus oder einen Essensbonus mir gerade ganz gut tun würde, dann kann ich da nämlich auch eins verkaufen. Im Moment werde ich jetzt da aber gerade mal noch gucken, ob ich das eventuell noch vermeiden kann, weil so mit dem Magic Update geht es natürlich auch so. So, da bekomme ich Masters dazu. 2, also 2 hoch 6, das heißt, da ist dann gleich die nächste Stufe sowieso schon freigeschaltet. Die muss ich mir jetzt eh erstmal noch bezahlen. Das heißt, da fehlt mir im Moment eher noch das Geld. So, mal gucken, wie viel kriege ich jetzt hier? 1,0 hoch 16.
Das würde für das Master Update noch nicht reichen. Und von den anderen ist jetzt im Moment der am höchsten. Mal gucken, da könnte ich nochmal 5 hoch 12 und 1,2. Das heißt, auch da nochmal einen ordentlichen Bonus drauflegen. Damit steigt der natürlich auch schneller, weil die sind natürlich noch extrem teuer im Verhältnis zu dem, was an Geld reinkommt. So, der Gold Stuff ist schon wieder aufgeladen und den Masters habe ich noch nicht aktiviert gehabt. Aber natürlich, den Goldbonus, der ist natürlich sinnvoll, den mitzunehmen. So, jetzt kann ich auf jeden Fall den Gouverneur noch updaten. Und damit schließt er langsam an. Also ist noch eine Zehnerpotenz zu niedrig, als dass er schon den primären Bonus gibt. So, dann gucken wir mal, was die jetzt bringen. 2 hoch 16. Ja, verkaufen wir mal einen von den Gold-Sachen. Oder wäre es sinnvoll, hier noch ein Update zu machen? Das 1 hoch 7 ist natürlich noch relativ weit. Und es bringt mir nur 1,7 hoch 6 Food. Das reicht nicht. Also, das dauert dann eine Weile, aber man kann die auch parallel verkaufen. Jeweils eine pro Rasse. Und es dauert dann eine Weile, bis der wieder da ist. Und man kann die natürlich pro Durchlauf nur einmal verwenden. Das heißt, wenn die drei jeweils ausgegeben sind oder hier die 1 von jeder Stufe, dann kann ich die erst wieder verwenden, wenn ich einen neuen Reset gemacht habe. So, da habe ich jetzt einen ganzen 5 hoch 6 dazu bekommen. Dann machen wir das Spielchen nochmal durch. Der Gouverneur sollte jetzt langsam... okay, jetzt macht er etwa 10% aus. Dafür ist das, was ich jetzt dazu machen kann. Das heißt, hier sind auch gerade mal noch 10%, was ich hier an Steigerungen machen kann, weil eben doch hier zu wenig Nahrung zur Verfügung steht. Dafür kann ich mir noch einen neuen Stuff gleich kaufen. So, also der ist schon wieder zurück. Das heißt, jetzt sind wir bei 2 hoch 17. Machen wir aber erstmal den Stuff noch voll. Und geben denen noch den nächsten Bonus. Ja, das ist schon mal ein ganz ordentlicher Wert. Damit sollte ich noch ein bisschen was kaufen können. Genau, da kann ich die nächste Gouverneursstufe kaufen mit einem Multiplikator von 6. Und dann hier auch gleich noch ein paar mehr Leute dazu kaufen. Auch wenn ich sie aktuell nicht bräuchte. Also zumindest nicht für das nächste Level, weil das ist schon freigeschaltet. Ich müsste es nur kaufen können. Genau, jetzt muss ich halt manuell gucken, welche dann jetzt wieder verfügbar sind. Aber dafür kriege ich dann hoffentlich mehr in der Shooting Range. Beziehungsweise die Elfen, die Bows kommen glaube ich jetzt sogar erst danach noch. So, dann kann ich aber vielleicht mal ein paar von meinen Ticks ausgeben. In der Hoffnung, dass das dann ein bisschen zügiger vonstatten geht. So, wo hängt es jetzt vor allen Dingen? Also das eine ist natürlich, dass es vor allen Dingen am Geld hängt es für die beiden Käufer natürlich, weil er bräuchte jetzt hoch 19 und bei den anderen hängt es umgekehrt an Lebensmitteln, weil ich nicht so viele kaufen kann, dass ich hier das nächste Level freischalten kann. Aber hier fehlt nicht mehr viel. Hier fehlen jetzt nur noch 3 hoch 6. Mal gucken, ob das... Das hier, ja, also da könnte ich auf jeden Fall gut anschließen, jetzt die beiden zu benutzen. Also die Werte stehen sofort zur Verfügung, die Mersons sind dann nur eine Weile beschäftigt, das auszugleichen. So, dann habe ich den nächsten Stuff zur Verfügung und hier natürlich auch nochmal einen höheren Gold-Multiplikator und genau, also hier die Water Boys. Die Waterboys sind, okay, hier sind sowieso Waterboys, naja, dann ist es sowieso ein Multiplikator, aber damit wird die nächste Quelle verfügbar. Das heißt, dann kann ich hier das nächste Update bezahlen, beziehungsweise eben bekommen, weil ich genug Leute habe, die das ermöglichen. Und der Gouverneur ist jetzt mit 5 hoch 10 pro Person auf jeden Fall auch der höchste, hat aber natürlich, ja, hat auch inzwischen den größten Anteil, was die Goldproduktion angeht. Genau, ich glaube, die Peasants. Die waren hier auf der Ebene der Ferries, das heißt, die sind normalerweise die Felder. Also ich bin jetzt bei 1,25 hoch 6 und bekomme jetzt 5,3 hoch 6 dazu. Und ihr habt gesehen, also auch wenn hier Ferries steht, es gilt trotzdem für die gleiche Gruppe.
Das heißt, ihr müsst euch da keine Gedanken machen, dass das eventuell dann nichts mehr bringt, sondern die, die für die Ebene gelten, auch wenn das hier die Menschen sind und ihr andere Gebäude habt, von den Elfen zum Beispiel, oder von den, doch sind Elfen, ne? Also das hier sind zwar Feen, aber ich glaube, dass die Assimilation sind, genau, Elfen, die dort assimiliert wurden, Druiden und die Nomaden, die noch fehlen. So, also nochmal einen Schwung Gold reinbringen, außer ich kann das vorher nochmal updaten, damit natürlich der Schwung auch gleich deutlich größer wird. So, mal gucken, wie viele Leute ich mir da jetzt dann kaufen kann. Da kann ich nochmal ordentlich drauflegen. Mal gucken, wann hier der nächste Stuff, also Food wird gleich verfügbar mit 1 hoch 7. Gold auch nochmal ein bisschen. Deswegen das Langwierigste ist tatsächlich eben diese Aufbauphase, um damit wieder anzuschließen, weswegen ich halt auch immer ein bisschen davor zurückscheue, diesen Reset zu machen und hoffe, ich kann so einen Komplett-Reset machen, eben so einen Assimilationsbonus, um dann ganz normal von vorne anzufangen und wo dann auch die ganzen Boni hier wieder verloren gehen. Aber immerhin dann eben ein weiterer Assimilationspunkt dazu kommt. 5 hoch 18 könnte langsam interessant werden, weil ich dann natürlich bald die Shooting Range bauen kann. Auch wenn die mich sich vom Geld her jetzt gar nicht so sehr lohnen. Da lohnt sich eher noch hier die nächste Town Hall zu kaufen. So, dann schaue ich mal, dass ich jetzt mit der Beschleunigung noch ein bisschen was raushole. Wenn die Ticks alle sind, dann verschwindet der Bonus auf jeden Fall auch wieder. Aber ich werde da jetzt mal die Town Hall boosten. Und schauen, dass ich dann da anschließe. Ja, beziehungsweise die Magic Steps. Ah, dann brauche ich die nicht weiter zu benutzen. Dann kann ich das schon benutzen. Und kann einmal die Gouverneure kaufen. Und natürlich nicht die Kohle jetzt damit auf den Kopf haben, sondern schon mal die Shooting Range kaufen und die ersten 10 hier aktivieren. So, damit ist jetzt auch die Army verfügbar. Das heißt, ja, viel bringt die jetzt noch nicht, also Battle Power zumindest. Aber ich brauche ja auch für die ersten hier noch nicht allzu viel. Dann machen wir das gleich mal. Also dieses Attack, was ihr hier gesehen habt, das kommt erst, sobald ich Level 10 erreicht habe. Und im Moment sind die, was die Boni angeht, schon relativ hoch. Das heißt, damit kann ich dann nämlich auch gleich meine... Also deswegen erstmal die ersten Kämpfe oder die ersten Ergebnisse davon gleich in die Armee investieren. Dann kann ich hier nämlich gleich ordentlich zulegen und habe hier dann gleich ein paar mehr zur Verfügung, um eben mit dem Geld, was sie durch die Kämpfe errungen haben, dann tatsächlich das zu kaufen. So, dann wird jetzt gleich der nächste freigeschaltet. Kann ich da auch wieder ein bisschen anfangen, bekomme mehr und muss erstmal weniger Attack Power verwenden. So, 5 hoch 21 sind natürlich schon mal ganz schöne Hausnummern. So, dann machen wir jetzt die Army nochmal voll. Und dann gucke ich jetzt mal, dass ich mit den Geldern auch ein bisschen in den Gebäuden wieder investiere. Also die Shooting Range kann ich auf jeden Fall eine Stufe dazu kaufen. Und hier seht ihr jetzt eben der Druiden Grove. Der hat mindert wirklich deutlich den Bedarf an Tree-Ferries. Deswegen lohnt es sich nicht, die Pferde dort rein zu investieren, sondern da habe ich eben mit dem Druiden-Ding die Möglichkeit, weil die Swordsman verwende ich halt dann schlicht und einfach nicht. Wobei das hier jetzt natürlich noch ein bisschen dauert. Ich habe noch nicht die Kohle dafür. Aber dafür kann ich jetzt hier schon mal die Town Hall anheben und damit hier natürlich das Goldeinkommen entsprechend boosten. Gut, mal gucken, ob mir jetzt hier das Trading noch weiterhilft. Hoch 20 ist jetzt, da wird es jetzt schon langsam zu wenig gegenüber den Werten, die ich habe. Da lohnt sich das schon wieder weniger. So, eine Random Scroll. Das ist natürlich... Das heißt, in dem Moment, wo die Army aktiv ist, ist es tatsächlich so, dass es deutlich weniger sinnvoll wird, ja, die anderen Boni zu benutzen, beziehungsweise sie nicht mehr anschließen können an das, was hier halt an Einkünften möglich ist. So, jetzt bin ich bei hoch 22. Jetzt machen wir erstmal wieder die Army, damit die ihren ersten Boost hat mit dem nächsten Gegner. Und das Ergebnis gebe ich jetzt dann wieder aus. Also, Moment, den Gold warte ich noch ab, weil ich dann wenigstens hier gleich die Boni mitnehmen will. Also, jetzt das Druiden Grove. Aktuell wird 1 hoch 8 benötigt und mit der ersten Stufe habe ich nur noch 100.000. Also, eben wirklich deutlich weniger, aber schließt auch schnell wieder an. So, hier bin ich an einem Limit. Das heißt, da kann ich die nächste Stufe kaufen.
Deswegen ist auch immer wieder wichtig, hier umzuschalten, weil es mir ja gar nicht sinnvoll ist, alle auf irgendwie maximale Bevölkerung zu kaufen. Im Moment ist ja jetzt, weil ich hier die Town Hall als Happiness Bonus genommen habe, hier kann ich eventuell nochmal gut aufdrehen. Dann kriege ich noch eine 10er Potenz mehr da rein. Dafür ist es halt auch das ganze Kohle dann auf den Kopf gehauen. Aber das ist dann schon ganz passend. So, dann kriegen die Elfen, dann kriege ich noch ein zusätzliches Belohnung pro Monster. Sie nehmen leider nicht in der Power zu, im Gegensatz zu den Soldaten, die da durchaus zugenommen haben. So, deswegen statt 20 habe ich jetzt hier 22 bekommen. Das macht sich dann eben schon sinnvoll bemerkbar, erst die Gebäude hochzustufen und dann die Stäbe einzusetzen, um da das Maximale rauszuholen. So, aber das war es dann jetzt soweit, weil ich bin jetzt eben dabei. Die Attack Power hat soweit gereicht. Das werde ich jetzt noch ausgeben und damit auch wieder anschließen, noch die Armee aufzubauen. So, gleich wieder eine 10er Potenz mehr an Archers. Zum Glück muss die Armee nicht ausgewogen sein, also auch Bogenschützen haben keine Probleme, die ganzen Monster zu killen. Armee, ja, nochmal verdoppeln. Und von den Punkten, die jetzt auflaufen, ja, komme ich immer noch schnell in den 6er-Bereich. Allerdings bis zum nächsten ist dann doch noch eine Weile hin. So, die restlichen werde ich dann jetzt nochmal für die Gebäude ausgeben, wenn da noch was möglich ist. Und das dann an der Stelle letztlich auch abschließen. So, die 23er, das ist noch nicht möglich. Dann lasse ich es einfach dann offline laufen. Beziehungsweise warte einfach das, was ich offline halt dann einsammeln kann. Dafür kann ich hier dann nochmal, da jetzt hier keine Limits erreicht sind, einfach hier nochmal ja, 50% mehr. Und alles andere dann, ja, wenn ich wieder zurückkomme, wenn dann genug weitere Punkte hier aufgelaufen sind. Mal sehen, ob es mir dann gelingt, jetzt bei diesem Durchlauf noch die restlichen Stufen für die Druiden-Assimilation freizuschalten. Weil vorher haben wir noch 10 Stufen gezählt, das heißt 10 Verdopplungen. Es sind nicht ganz 10 Zehnerpotenzen, weil so schnell verdoppelt sich nicht, je nachdem, wo die Zahl halt gerade steht. Weil innerhalb einer Zehnerpotenz wäre theoretisch 1, 2, 4, 8 möglich, also 4 Verdopplungen innerhalb einer Zehnerpotenz. Also mal gucken, ob das hinkommt. Ob ich diesmal die Druiden das zweite Mal assimilieren kann. Bei denen hier war es auf jeden Fall noch deutlich weiter weg. Die werde ich nicht so schnell mit dem nächsten Punkt assimilieren können. 4 habe ich schon, das heißt, nein, beziehungsweise das wird dann der vierte, weil ich habe erst 3 und ich brauche ja 5 Mal, bevor ich dann auch die ersten Nomaden dann assimilieren kann. Das dauert noch eine Weile. So, Stuff nochmal. Und hey, da können wir noch eine Runde durchmachen. Also einmal Forest, einmal Elf Range. Die Wall ist dann eben auch wieder nicht sinnvoll, weil sie mir an sich nicht wirklich was nutzt, weil ich ja gar keine Swordmen habe. Aber wenn ich sie nicht kaufe, dann kriege ich auch das... Wobei, das scheint das letzte Gebäude zu sein. Nee, ich glaube, ich muss erst die nächste... Nee, ich muss erst eine Stufe freigeschaltet haben oder die erste gekauft haben. Dann wird das nächste Gebäude freigeschaltet, weil ich glaube, da gab es schon ein Königreich noch. Und eben die Ferries nochmal zurückgesetzt. Keine Updates mehr. 21 ist zu niedrig. Bevölkerung ist jetzt auch nicht so viel. Also, soweit für heute von Realm Revolutions. So mit einem Durchlauf mal nach dem Wiederaufbau, um dann letztlich hier irgendwie bald die nächste Assimilation zu starten.